Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum ersten Beitrag einer ganzen Beitragsserie, in der es um Vitamin C geht, um das Superheilmittel Vitamin C. Sie haben ja nun in den Beiträgen von Agnes Smart schon eine ganze Menge Wissen vermittelt bekommen, was Ihnen hilft, zu leben ohne Krankheit zu kommen. Und zwar haben Sie das Wissen erhalten zu Methoden, zu Hilfsmitteln, zu Lebensweisen, die dazu führen können, Leben ohne Krankheit zu gestalten, zu erreichen, aber zumindest ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Und all diese Methoden, Hilfsmittel und Hinweise, die Ihnen gegeben wurden, können Sie relativ leicht umsetzen. Das hängt damit zusammen, dass diese Hilfsmittel und Lebensweisen und Methoden ohne Risiken oder weitestgehend ohne Risiken, ohne Nebenwirkungen und ohne Folgeerkrankung sind. So haben sich schon viele Abonnentinnen und Abonnenten dieses AgilSmart Informationsdienstes sich Wissen zu eigen gemacht und das schon sehr oft umgesetzt und konnten mir berichten, dass sie durch Selbstanwendung zum Beispiel oder durch Gang zum Arzt, zum Heilpraktiker, der diese Methoden einsetzt, zu mehr Lebensqualität gekommen sind. Über solche Rückmeldungen freue ich mich natürlich sehr und das ist ja auch mein Ziel. Mein Ziel ist es, Ihnen Methoden, Wissen zu vermitteln, um Leben ohne Krankheit zu erfahren. Und warum geht es denn heute mit einer Serie auch noch um Vitamin C, wo wir doch längst in meinem Kurs, in dem mehrteiligen Kurs Zellularmedizin, sehr viel zu Vitamin C gelernt haben, sehr viel darüber erfahren haben. Warum das auch noch? Ja, das hat eben etwas damit zu tun, dass ich meine, dass Vitamin C als Superheilmittel bestimmt nicht übertrieben dargestellt, bestimmt nicht übertrieben, eine ganz große Rolle spielt. Und dass ich durch Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen, von Kongressen, von Symposien, durch das Lesen von Literatur, durch die Aufnahme neuer Erkenntnisse und das Sammeln und Strukturieren dieser Erkenntnisse zu Vitamin C, ich mehr noch wieder auch selbst nach der Vermittlung des Wissens von Zellularmedizinkursen Ihnen das Wissen über Superheilmittel Vitamin C noch besser, noch tiefgründiger beibringen möchte und besonders die neuen Erkenntnisse, weil Sie das sofort umsetzen können und weil ich glaube, dass Vitamin C vielleicht die beste Methode, die effektivste Methode ist oder das beste Mittel oder das effektivste Mittel zum Erreichen von Leben ohne Krankheit. Ja, dann lassen Sie uns mal hier durch die Slides gehen. Mein Ziel heute ist es, Ihnen das vorzustellen, was Sie erwartet in dieser Beitragsserie von relativ vielen Beiträgen, die noch folgen. Und mein Ziel ist es auch, Sie heute hier zu motivieren, an diesen Beiträgen teilzunehmen, beziehungsweise das Wissen aufzunehmen und natürlich noch besser es, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, wie gut das sein kann, dann mit diesen wissenschaftlich fundierten Kenntnissen das selbst einsetzen für sich oder einsetzen lassen für sich, wenn es darum geht, dass Sie zu einem Heiler oder zu einem Arzt gehen. Ja, was erwartet Sie in dem ganzen Kurs? Was erwartet Sie nicht weniger als Wissenserwerb zu Leben ohne Krankheit und zwar durch Vitamin C? Und es erwartet Sie auch die Anwendungsformen, die verschiedenen Anwendungsformen für Ihre Verbesserung der Lebensqualität. Das heißt, umsetzbares, anwendbares Wissen für Ihre Verbesserung der Lebensqualität, für Ihr Leben ohne Krankheit. Das ist eigentlich das, was Sie erwartet, nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann Ihnen sagen, und auch aus eigener Erfahrung und dem Studium der Literatur, dass das nicht wenig ist und dass das auch hält,
was es hier verspricht. Tja, mich vorzustellen, das ist schnell getan und vielleicht für viele überflüssig. Ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber hier tun. Dr. Werner Ulrich ist nicht Arzt, er ist klinischer Strahlenphysiker. Das hat Konsequenzen. Ich bin in der Radiologie groß geworden beruflich, in der Nuklearmedizin und der Strahlentherapie. Dort habe ich mein berufliches Leben in Kliniken, in akademischen Einrichtungen, in Universitäten verbracht und habe es fortgesetzt mit dem Ziel, Leben ohne Krankheit zu vermitteln. Ich bin Medizingeräteentwickler, ich bin Geräteentwickler, ich bin Geschäftsführer der Dr. Ulrich Medizintechnik UG, ich bin Buchautor, Patentinhaber und ich habe die Methode Leben ohne Krankheit entwickelt. Und ich helfe Menschen, schmerzfrei zu leben. Hier ist übrigens schon eingeblendet die Kommunikationsmöglichkeit mit mir, die E-Mail-Adresse, ich möchte sie vorlesen, werner@ulrich-mtc.de, darüber erreichen Sie mich und ich möchte Sie auch gleich anregen, zu den einzelnen Beiträgen, die Sie hier geboten bekommen, über diese E-Mail mit mir zu kommunizieren, wenn es Fragen gibt, die geklärt werden sollen oder die ich beantworten sollte. Für wen ist es interessant, was hier gebracht wird in der Beitragsserie Vitamin C, das Superheilmittel? Das ist für alle die interessant, die ihre Lebensqualität verbessern wollen, beziehungsweise diese so schon gut haben, aber sie erhalten wollen. Also Lebensqualität verbessern, beziehungsweise diese zu erhalten, für die ist das interessant, was heute und in den folgenden Beiträgen kommt. Es ist auch für die interessant, die sich nicht abfinden wollen mit Nebenwirkungen, die eben mit Erkrankungen, von Erkrankungen heimgesucht wurden und die nichts anderes vorgefunden haben nach dem Besuch eines Arztes zum Beispiel, dass sie Medikamente nehmen sollen. Sie lesen den Beipackzettel und erfahren, und sie wissen es auch von anderen, von Freunden, von Verwandten, was dann an Nebenwirkungen auftritt, Folgeerkrankungen. Und wenn sie sich nicht damit abfinden wollen, das finden sie hier in sehr, sehr fundierter Form und, was mir wichtig ist, für Sie anwendbar. Also für Sie ist es wichtig und interessant. Ja, der wichtige Hinweis, den werde ich übrigens dann auch vor jedem Beitrag bringen. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Das gilt für alle meine Ausführungen und für alle Beiträge. Tja, Superheilmittel Vitamin C. Das klingt doch etwas marktschreierisch, aber Sie werden feststellen, vielleicht heute schon in diesem kurzen Einleitungsbeitrag, dass das nicht übertrieben ist und dass es an den Stellen sogar Fragen aufwirft, warum habe ich nicht das schon gewusst? Warum hat mir das mein Arzt nicht erklärt? Ich habe die und die Erkrankung und erfahre hier, wie leicht ich diese Erkrankung besiegen kann mit Vitamin C und das auch noch ohne Nebenwirkungen und ohne Gefahren, ohne Folgeerkrankungen. Auch das werden Sie erfahren. Es ist ein wirklich super, super Heilmittel, so verstehe ich das. Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich mich sehr auf wissenschaftliche Daten begründe, dass ich herangezogen habe das Buch von Thomas Levy, das Superheilmittel Vitamin C, so lautet das Buch. Ich gebe das auch noch dann unter dem Beitrag bekannt als feste Literaturstelle, dass Sie auch zuschlagen können. Wunderbares Buch, genauso wie sein Buch Heilung des Unheilbaren, auch von Thomas Levy. Thomas Levy ist Arzt und Anwalt und als Arzt hat er zigtausende von Menschen
mit Vitamin C versorgt und ihnen in schweren, meistens in sehr schweren Lebenssituationen darüber hinweggeholfen. Das heißt, die Erkrankung wurde besiegt. Also ein sehr, sehr erfahrener Arzt, Wissenschaftler und Rechtsanwalt. Und seine Bücher sind sehr gut geeignet, in die Materie einzusteigen. Und anhand seiner Bücher kann man auch fortführende Literatur, Studien sehr gut erfassen. Es ist ein umfangreiches umfangreiches Informationsarchiv. Aber auch von Linus Pauling, dieses Büchlein, das Vitaminprogramm. Leider bekommt man dieses Buch nur noch antiquarisch. Das hat auch seinen Sinn, warum das so ist. Ich gehe in meinen Beiträgen darauf ein, warum es hier so viele Gegenkräfte gibt, auch gegen Vitamin C. Und da will ich auch gleich sagen, hier werden sicherlich unter Ihnen Menschen sein, die irgendwann schon mal gehört haben, du musst nicht so viel Vitamin C nehmen, wenn das geht sowieso über den Urin wieder raus, also ein teurer Urin, wenn du mehr als 75 Milligramm Vitamin C am Tag nehmen sollst. Oder so wie ich in der Schule es noch gelernt habe und gehört habe, ich kann das noch gut abrufen, bin damals auch sehr erschrocken, mehr als 1 Gramm Vitamin C sei tödlich. Unsinn. Sie werden lernen, dass Vitamin C, das Superheilmittel, noch bei ihm noch nie eine toxische Grenze erreicht wurde. Aber wir gehen darauf detailliert ein und Sie werden das verstehen. Sie werden auch verstehen, warum solche Falschmeldungen in Propagandaform gebracht werden. Da gibt es Zusammenhänge, die sind nicht vom Tisch zu schieben und das werden Sie lernen. Dann beziehe ich mich noch auf 2 Werke von Dr. Matthias Rath. Und Dr. Matthias Rath und seine Co-Autorin Nizwicki, seine Co-Autorin Dr. Nizwicki, sie äußern sich über den Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen Krebs, dem erfolgreichen Kampf gegen Krebs und dem Einsatz von Vitaminen. Ein sehr unterschiedliches Herangehen dieser 3 Autoren, unterschiedliches Herangehen von Rath, Pauling und Levy. Wir werden erkennen, dass wir aus all diesen Büchern, aus all diesem Wissen schöpfen können zur Verbesserung unserer Lebensqualität, schöpfen können zur Verbesserung für unser Leben, Leben ohne Krankheit zu erreichen. Warum komme ich denn nun wieder mit Superheilmittel Vitamin C, wo doch schon ein umfassender Kurs gegeben wurde, hier im Rahmen von Agilsmart? Und da möchte ich 2 Geschichten angeben, die ich selbst aufgenommen habe bzw. erlebt habe. Die erste habe ich aufgenommen aus der Literatur, die zweite habe ich selbst erlebt, habe meine Konsequenzen gezogen und für mich war das sozusagen für eigenes Handeln eine Motivation und ich muss sagen, das sollte auch für Sie Motivation sein. Hören Sie sich das an. Alan Smith, ein Patient mit einer Lungenerkrankung, liegt im Krankenhaus in Neuseeland, im Krankenhaus. Er hat eine schwere Lungenerkrankung und ist im Koma und wird mit einer externen Lunge versorgt, beatmet. Die Ärzte tun das schon über Wochen, über Monate. Er liegt im Koma und es ist aus der Sicht der Ärzte keine Hoffnung mehr. Und sie meinen, sie müssten die Familie zusammenrufen, um ihnen klarzumachen, dass die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden sollten. Die Familie kommt zusammen und die Ärzte stellen dar, dass sie eben in Kürze, in wenigen Stunden, die lebenserhaltenden Maschinen abschalten sollen, weil sie ihm, dem Alan Smith, keine Chance mehr geben, überhaupt ins Leben zurückzukehren. In dieser Runde sagt eine Verwandte, meine Herren, ich habe in einem Buch gelesen von einem Dr. Levy, dass die Gabe von 100 Gramm Vitamin C in schwersten Situationen Menschen wieder aufgebaut hat und sie schnell wieder genesen sind. Ich bitte darum, dass wir über mehrere Tage täglich 100 Gramm Vitamin C infundieren.
Die Ärzte haben geschmunzelt, haben gesagt, so ein Schabernack, das machen wir nicht, das hat sowieso keinen Sinn, das tun wir nicht. Die Verwandte hat zum Glück darauf bestanden und hat gesagt, wenn Ihnen nichts anderes einfällt, als Ellen von den lebenserhaltenden Geräten abzuschalten, dann bitte ich darum und ich bestehe darauf, dass Sie das durchführen. Ellen Smith wurde also dann mehr mit Widerwillen als mit Willen der Ärzte diese Infusion beigebracht und schon nach kurzer Zeit konnte die Lunge, äußerliche Beatmung, also die künstliche Beatmung, die Lungenmaschine abgeschaltet werden. Und Ellen Smith ging es immer besser, sichtlich besser, dass er schon wiederum nach kurzer Zeit das Krankenhaus verlassen konnte, auf eigenen Beinen. Das muss man sich mal vorstellen. Und im weiteren Verlauf wurde ihm auch Vitamin C weiterhin verabreicht und er machte den Eindruck eines ganz gesunden Menschen und führte dann auch ein gesundes Leben weiterhin. Das hat die Familie dermaßen beeindruckt und sie meinte, das müsste man doch publizieren, dass hier so etwas vorgegangen ist, Vitamin C gegeben und jemand quasi vom Totenbett geholt. Und das nachhaltig. Für ein gutes Leben. Das Fernsehen brachte das groß aufgemacht in einer Sendung, wo es eine große Zuschaltquote gibt. Und in dieser fernsehnachgestellten Szene wurde das Mittel, nämlich Vitamin C, als es ihm infundiert wurde, groß im Zoom gebracht, das Etikett des Produkts, das Vitamin C der Substanz. Keine 14 Tage später, nachdem diese Sendung von Millionen von Menschen verfolgt wurde und bestaunt wurde und hoffentlich auch übernommen wurde, die Erfahrung, keine 14 Tage später hat die FDA, die Food and Drug Administration, das ist die staatliche Gesundheitsbehörde in den USA, hat diese Substanz verboten, dass sie in den USA nicht verwendet werden kann. Das spricht für sich und wir werden über solches Vorgehen von staatlichen Stellen gegenüber vernünftigen und humanitären Vorgängen noch besprechen. Und was dieser Vorgang mit Vitamin C besonders ist, er ist nämlich sehr preisgünstig und besteht jedes Mal den Preisvergleich zu anderen sogenannten herkömmlichen Mitteln. Aber das ist nicht genug, dass die FDA das verboten hat in den USA. Nein, die Familie bestand auch noch darauf und sagte, wir brauchen doch, um das zu publizieren und so gut wie es dem Ellen jetzt geht, brauchen wir unbedingt ein medizinisches Gutachten, wie das vorangegangen ist mit der Infusion von Vitamin C von täglich 100 Gramm, später dann weniger. Und da brauchen wir einen Mediziner mit Sachverstand, der diesen Vorgang begutachtet. Aber so einen solchen Mediziner fand man nicht. Man sprach hochgestellte Professoren an und ein Professor, der sich dann zum Gutachten bereit erklärt hatte, schreibt doch in der Schlussfolgerung, in der Zusammenfassung des Gutachtens, dass das überhaupt nichts mit der Gabe des Vitamin C zu tun hatte, dass es dem Ellen Smith aus einer misslichen Situation kurz vorm Sterben jetzt besser geht. Der Gutachter schrieb doch, das hat mit dem Vitamin C überhaupt nichts zu tun. Es gibt keinen Zusammenhang. Der Zusammenhang ist eher gegeben, dass ein bestimmter Bus an dem Krankenhaus vorbeigefahren ist. Stellen Sie sich das vor, so eine Ignoranz, so ein Vorgehen, so ein menschenverachtendes Vorgehen, sowohl von der FDA als auch von diesem Gutachter. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, und wir werden das auch in den Kursen, in diesem Kurs vermitteln können und vermitteln müssen, dass das weit, weit verbreitet ist, dass einfach Vitamin C, was eine unglaubliche Fähigkeit hat, uns Menschen ein gutes Leben zu verschaffen, ein gesundes Leben zu verschaffen, dass das diskriminiert wird und dass das sogar bekämpft wird. Diese Geschichte mit Ellen Smith, der von den Geräten abgeschaltet werden sollte und durch Vitamin C-Gabe gerettet wurde, diese Geschichte hat mich motiviert, Ihnen hier weiteres Wissen zu vermitteln, die Methode Superheilmittel Vitamin C zu propagieren. Aber gehen wir zur zweiten Geschichte. Die habe ich selbst erlebt. Und zwar, ich habe einen Kunden, ich bin ja Medizintechniker, selbstständig, ich bin klinischer Strahlenphysiker und so betreue ich eine ganze Menge Ärzte. Und einen Arzt in Frankfurt-Oder betreue ich schon über Jahrzehnte.
bis ich dann, das war vielleicht vor 3 Jahren, mal zu ihm gekommen bin. Und ich weiß, dass er immer sehr viel Infusionen, Vitamin C, seinen Patienten vergibt, verordnet und verabreicht. Und habe ihn einfach mal gefragt, sagen Sie, Doktor, jetzt machen Sie das schon über 20 Jahre. Das ist doch eine Geschichte, die bringt doch bestimmt nichts. Oder gibt es hier positive Erfolge? Oder drehen wir es einfach mal um, meine Frage. Haben die Menschen, den Sie hier über Jahre immer im Monat einmal eine Infusion verabreichen, haben die genauso Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverschluss, Krebs, wie wir das verbreitet überall finden? Die Antwort war ganz klar. Die kam messerscharf zurück. Die Antwort, ohne lange zu überlegen, denn das wusste, die Daten hatte der Doktor parat. Er sagte, nicht ein einziger der Patienten, die regelmäßig schon über Jahre, und ich kann sagen über 20 Jahre, zu mir kommen, um Vitamin C infundiert zu bekommen, an meinen Infusionen teilzunehmen, hat jemals, keiner von ihnen hat jemals Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Arterienverschluss bekommen. Aber ich muss dazu sagen, diejenigen, die das nicht verfolgt haben, also die es abgebrochen haben aus irgendwelchen Gründen, sie haben dann nach kurzer Zeit, also viele von ihnen haben nach kurzer Zeit diese schweren Erkrankungen erlitten. Aber also die, denen Infusionen verabreicht wurden, das kann ich hier ganz klar darstellen, dort gab es solche schweren Erkrankungen nicht. Das war natürlich eine Bombenmotivation für mich. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon Oral-Vitamin C eingenommen, habe versucht, mich, Sie, Abonnentinnen und Abonnenten des Infodienstes AgriSmart wissen das, mich versucht, mich gesund zu verhalten und wende ja viele der Methoden selbst bei mir an. Meistens mit dem Ziel, dass die Erkrankungen vermieden werden, ab und zu auch mit dem Ziel, eingetretene Erkrankungen zu besiegen. Und das gelingt mir auch einigermaßen. Nur diese Aussage, die hat mir so gut gefallen und da brauche ich auch keine Studien, wenn man über 20 Jahre keinen Patienten hat, der Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverschluss oder Krebs bekommt, wenn er infundiert wird mit hochdosiertem Vitamin C. Da habe ich mich natürlich sofort angeschlossen und habe mich in die Linie gebracht. Und so bin ich auch jetzt schon seit 3 Jahren ein Patient bei dem Arzt in Frankfurt-Oder und genieße den Vorteil, eine Prognose zu haben, nicht an Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverschluss oder Krebs zu erkranken. Und ich möchte Sie auch motivieren, diese zwei Geschichten, einmal mit dem Alan Smith und dann die Geschichte mit der Infusion in Frankfurt-Oder, mit der ganz tollen Infusionshistorie in Frankfurt-Oder. Diese zwei Geschichten, die sollten Ihnen auch reichen, hier motiviert zu sein, Wissen aufzunehmen und dann dieses Wissen umzusetzen bezüglich Vitamin C als Superheilmittel für Leben ohne Krankheit. Nun möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, welche Agenda uns in den nächsten Beiträgen, was uns erwartet. Und da habe ich mich hauptsächlich an das Buch von Thomas oder Dr. Thomas E. Levy gehalten und die anderen Bücher auch. Und die Agenda, die machte sich sehr, sehr gut, weil ich das selber sehr gut aufnehmen konnte, das Wissen nach folgendem Inhalt. Und das möchte ich hier kurz angeben. Da ist erstens Vitamin C, also hochdosiertes Vitamin C, ist ein antimikrobielles Universalmittel. Wenn man sich das ansieht, wie ja Mikroben, Bakterien, Viren, Pilze, Würmer uns bedrohen und das besonders in der Zeit der Infektionsgefahren durch den großen Personenaustausch auf diesem Erdball, beziehungsweise durch das Anwachsen multiresistenter Keime in Krankenhäusern, insbesondere in deutschen Krankenhäusern, ist es also eine sehr, sehr gute Sache, Bescheid zu wissen über das Universalmittel gegen Mikroben, nämlich Vitamin C hochdosiert. Vitamin C hochdosiert ist auch das ultimative Gegengift. Bei irgendwelchen Giften, die auf uns einkommen, ist Vitamin C sehr, sehr leistungsfähig und Sie werden staunen. Und Sie werden bestimmt jetzt schon wissen, wie wichtig das ist, ein Gegengift zu haben, denn wir haben
auf diesem Erdball an jedem Tag pro Kopf Erdenbürger, 7,5 Milliarden Menschen, pro Kopf haben wir an jedem Tag auf diesem Erdball 2 Kilogramm Schadstoffe und Gifte im Ausstoß. Wer da meint, er müsste nichts tun, das ist für mich ein Träumer. Er müsste nichts dagegen tun, das ist für mich ein Träumer. Und individuell für sich kann man nur mit einem Gegengift arbeiten, wenn es das gibt, als Hochdosis Vitamin C. Sie lernen hier, wie man damit umgeht und was man da zu erwarten hat. Das perfekte Superheilmittel der Natur. Vitamin C ist ein Superheilmittel der Natur und erfahren Sie doch ganz einfach, dass die Natur, die Säugetiere, mit Ausnahme des Menschen, mit Ausnahme des Meerschweinchens und noch einer weiteren Spezies, dass sie selbst Vitamin C ausreichend herstellen. Und lernen Sie, warum diese Tiere, diese Säugetiere, wenn sie in der Wildnis leben, bis zu ihrem Lebensende gesund bleiben. Und vergleichen Sie es mal mit uns, die wir kein Vitamin C da herstellen können, selbst mit uns in unseren Industrieländern sterben die Menschen nur zu 1% an Altersschwäche. Der Rest ist die Wirkung von Erkrankungen, hauptsächlich schweren chronischen Erkrankungen. An der Spitze Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs. Also Vitamin C, das perfekte Superheilmittel der Natur, das sollten Sie etwas darüber wissen, das sollten Sie umsetzen und das ist für Sie ein Handlungsleitfaden. Vitamin C hochdosiert ist auch vollkommener Schutz für das Arteriensystem. Viele meinen ja, dass man mit dieser, ich denke auch notwendigen Handlung, zum Beispiel einen Stent oder einen Bypass zu legen, dass man dann die Erkrankung besiegt hat. Das ist nur in der Not so. Wenn wir beachten, dass das Arteriensystem circa 100.000 Kilometer lang ist in jedem Menschen, dann wissen wir, dass wir systemisch, stoffwechselmäßig vorgehen müssen und da hat hochdosiertes Vitamin C Gewaltiges zu leisten. Hören Sie also in viertens der vollkommene Schutz für das Arteriensystem, was dort getan werden kann und was man dort auch tut, wenn man Bescheid weiß. Und hochdosiertes Vitamin C ist auch eine natürliche Antwort auf Krebs. Und Sie glauben ja gar nicht, wie viele Facetten Vitamin C hochdosiert gegeben haben kann und wie wir dort vorgehen können gegen Krebs. Es ist erstaunlich und erfreulich, dass es das gibt. Und wenn Sie sich individuell dann darauf einstellen, dann können Sie sich vor Krebs schützen mit hochdosiertem Vitamin C, aber auch mit hochdosiertem Vitamin C heilen. Und diese beiden Bücher von Rath und Nitschewiki, diese beiden Bücher gehen ganz eng darauf ein und das wird auch ein Teil unseres Vorgehens in den Beiträgen sein. Vitamin C hochdosiert ist auch perfektes Anti-Aging-Mittel. Lernen Sie, wie man Alterung aufhalten kann und wie man die Zellen frisch erhalten kann durch die Gabe von hochdosiert Vitamin C. Sie müssen aber auch siebentens leider sich das anhören, ist unbedingt notwendig, sonst versteht man die Welt nicht. Warum gibt es diese Propagandalügen gegenüber Vitamin C? Warum ist das so? Das müssen Sie auch unbedingt wissen. Dann verstehen Sie erst einmal, warum es begonnen damals unter dem US-Präsidenten Nixon in den 70er Jahren eine riesen teure Kampagne gab für den Einsatz von Vitamin C gegen die schweren Erkrankungen. Und warum es ganz, ganz schnell zurückging von der Industrie, weil Vitamin C konnte man nicht patentieren, da konnte man keine Profite machen. Und so hat man sich einfach dort zurückgezogen und es begann dann gegen Vitamin C eine Lügenkampagne nach der anderen. Und so müssen Sie das einfach erkennen, warum das so ist. Und hier werde ich Punkt für Punkt in dem Punkt Propagandalügen darauf eingehen, dass es einfach nicht stimmt, dass es wirklich nur von Gegnern der Methode und die Methodengegner sind meistens aus Profitgründen gegen hochdosiertes Vitamin C. Warum das und wie ich das eben dann widerlegen kann. Ja, es ist Zeit für eine Revolution. Hochdosiertes Vitamin C hat solche Möglichkeiten. Es ist Zeit, dass wir uns umstellen. Und wenn Sie es individuell tun,
dann haben sie schon viel gewonnen für sich. Ich selbst glaube nicht an die breite Ausbreitung einer Revolution. Ich glaube, wir haben ein großes Hindernis. Einerseits auf der einen Seite die Profitgier und auf der anderen Seite die mangelnde Bildung. Und gegen mangelnde Bildung tun alle die was, die am Abo Agelsmart teilnehmen. Und wir lernen also hier kennen, wie wir vorgehen können, wie wir zumindest diese Revolution für uns individuell, für unsere Liebsten durchführen können. Und wie Sie von Vitamin C hochdosiert profitieren können, lernen Sie in dem neunten Beitrag kennen. Und natürlich ist es auch wichtig, dann zu wissen, wie Vitamin C wirkt. Das erfahren wir im Beitrag 10. Und hochdosiertes Vitamin C kurbelt auch unser Immunsystem an. Und denken Sie daran, von mir immer propagierte Auffassung, und es ist auch die Wahrheit, dass nur das Immunsystem, nur wir selbst können uns heilen. Und wenn wir das Immunsystem ankurbeln, dann haben wir große Chancen, uns zu heilen. Und das ist auch zum Beispiel dann wichtig, wenn aus irgendwelchen Gründen das Immunsystem down ist, durch eine Therapie der herkömmlichen Medizin, wie nämlich Chemotherapie, Bestrahlung, andere Dinge, Medikamenteneinnahme. Und wir können das Immunsystem wieder ankurbeln und geben uns eine Chance, dass wir geheilt werden. Geheilt werden durch uns selbst. Im 12. Beitrag geht es darum, welche Bedeutung hochdosiertes Vitamin C für den Stoffwechsel hat. Und wir gehen im 13. Beitrag darauf ein, hochdosiertes Vitamin C, wie ist der Zusammenhang zu Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, was ist an der Geschichte dran mit den Nierensteinen, das kommt im 14. Beitrag. Es wird ja gebracht, zum Beispiel Linus Pauling. Ja, der Linus Pauling, der hat in seinem Leben so viel Vitamin C genommen und er ist dann daran gestorben, weil er so eine Kalkbildung in den Nieren hatte. Muss man sich mal vorstellen, Linus Pauling hat hochdosiert Vitamin C sein erwachsenes Leben lang genommen und Linus Pauling ist am Tag seines Todes im Alter, ich denke, das war im Alter von 94 Jahren, noch ausgeritten auf seinem Land auf dem Pferd. Und das war sein Todestag. Und da können wir uns mal vorstellen, wie schlimm krank er da wohl gewesen sein soll. Ich meine, es ist jetzt satirisch. Ja, wir lernen im 15. Beitrag dann etwas über die Toxinauswirkungen, nämlich die Toxinauswirkungen zu minimieren, lernen wir kennen. Und 16. das ist der letzte Beitrag, dann da kann ich Sie beglücken mit einer großen Zahl von Studien zu den verschiedenen ganz konkreten Erkrankungen. Und da finden Sie vielleicht auch Ihre Erkrankung wieder, vor der Sie sich schützen wollen, oder Ihre Erkrankungen. Aber Sie finden vielleicht auch die Erkrankungen, von denen Sie geheilt werden wollen. Das sind also 16 Beiträge, die Sie demnächst hier erleben. Heute, das war quasi nur der Aufreißer, die Übersicht. Und dann gehen wir in medias res, gehen in die fachliche Vermittlung des Wissens. Ich hoffe, das gelingt mir für Sie spannend genug. Aber ich denke, die Bedeutung von hochdosiertem Vitamin C für unser Leben, das dürfte schon spannend genug sein und für Sie motivierend sein, hier teilzunehmen. Ich freue mich also auf die folgenden Beiträge, die wir gemeinsam durcharbeiten. Und ich möchte nochmal erinnern daran, wenn Fragen sind, schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie sehen die eingeblendete E-Mail-Adresse werner@ulrich-mtc.de. Ich freue mich auf die Teilnahme bei den nächsten Beiträgen. Bis dahin, leben Sie gesund, leben ohne Krankheit.